Hey meine neugierigen Freunde, im Juli 2023 stolperte ein Mann an der Ostküste Australiens über ein nahezu unsichtbares Wesen, das er anschließend fotografierte und auf Social Media postete mit dem Titel »Pass auf, wenn du am Strand entlang gehst, kannst du es sehen?« Was genau auf diesem Bild zu sehen ist und warum es tödlich enden kann, das erzähle ich euch in diesem Video. Abonniert gerne den Kanal für spannende Entdeckungen in der Tierwelt. Ich danke euch, bleibt bis zum Ende des Videos dran. Australien ist unter uns Menschen allgemein als der giftigste Kontinent bekannt. Laien, die dort noch nie waren, denken oft, dass dort an jeder Ecke der Tod lauert. So schlimm ist es in Wahrheit nicht. Ich war 2019 auch dort. Aber dass es in Australien unglaublich viele giftige Tiere gibt, von denen manche auch für uns Menschen gefährlich werden können, das ist absolut wahr. So gibt es in Australien die giftigste Spinne der Welt, die Sydney-Trichternetzspinne, die neben der brasilianischen Wanderspinne das tödlichste Gift aller weltweit lebenden Spinnen besitzt. Auch kommt in Australien der Inland-Taipan vor, die giftigste Schlange der Welt, die mit nur einem Biss bis zu 250.000 Mäuse oder 250 erwachsene Menschen töten könnte. Und auch die giftigsten Meerestiere leben in Australien, darunter zum Beispiel die Seewespe, eine Qualle, deren Gift so schmerzhaft ist, dass es oft mit glühendem Eisen verglichen wird und für uns Menschen sogar tödlich sein kann. Oder der blaugeringelte Krake, ein kunterbunt und damit süß und niedlich aussehender kleiner Krake, der allerdings zu den giftigsten Tieren der Welt gehört. Und auch das im Intro erwähnte, oft nahezu unsichtbare Tier ist absolut tödlich und kommt ebenfalls in Australien vor. Es handelt sich dabei um den sogenannten Steinfisch, ein Name, der vollkommen harmlos klingt und nicht auf das hindeutet, zu was dieser Fisch in der Lage ist. Zum einen hat dieser Fisch eine unglaublich gut ausgeprägte Tarnfähigkeit. Oft tarnt er sich als Fels oder Sediment und ist damit nahezu unsichtbar für Beutetiere. Das nutzt der Fisch aus. Er versteckt sich auf diese Weise meistens am Fuß von Korallenriffen oder direkt im Sand und wartet geduldig, manchmal stundenlang auf Beute. Dabei hilft es den Fischen, dass sie sowieso ziemliche Einzelgänger sind und bis auf die Paarung selten in Gruppen zu finden sind. Außerdem könnten sie anderweitig gar nicht richtig auf die Jagd gehen, denn sie sind schlechte Schwimmer. Sie warten also regungslos auf oder im Sediment und wenn ein Beutetier vorbeikommt, dann schnappen sie blitzschnell mit ihrem großen Maul zu und saugen die Beute regelrecht ein. Ihre Leibspeise sind kleine Fische, Kopffüßer und Krebstiere. Doch obwohl sich die Steinfische so gut tarnen können, haben sie natürlich auch Feinde. Denn wer würde nicht gerne einen bis zu 40 cm und 2 kg schweren Fisch verspeisen, der dazu auch noch ein schlechter Schwimmer ist und damit leichte Beute sein sollte? Doch der Steinfisch ist absolut keine leichte Beute, denn er besitzt zur Verteidigung an seiner Rückenflosse 13 spitze Stacheln, die hohl sind und mit Giftdrüsen ausgestattet sind. Wenn also ein Angreifer den Steinfisch berührt oder gar ein Mensch auf ihn drauftritt, dann dringen die Stacheln in die Haut ein, werden nach unten gepresst und so werden die Giftdrüsen aktiviert, die dann ein hochwirksames neurotoxisches Gift namens Stonotoxin in die Wunde des Angreifers pumpen. Dieses Gift tötet die Beutetiere des Steinfisches sehr rasch, und zwar durch Kammerflimmern und einen schnellen Blutdruckabfall. Beim Menschen löst dieses Gift einen unerträglichen Schmerz aus, der zu heftigen Schwellungen und sogar zu einer Nekrose, also dem Absterben von Gewebe um die Einstichstelle, führen kann. Durch das Enzym Hyaluronidase breitet sich das Gift extrem schnell im Körper aus, da es die Zellzwischenräume erweitert. Der Stich des Steinfisches gilt als einer der schmerzhaftesten Stiche der Welt. Das hat auch Mark Wins vom YouTube-Kanal Brave Wilderness am eigenen Leib erfahren. Er bezeichnet ihn zumindest im Titel als den schmerzhaftesten Stich auf der Erde. Eine Sofortmaßnahme gegen einen solchen Stich ist, den Stachel zu entfernen, sofern er abgebrochen ist, und die betroffene Einstichstelle direkt in sehr heißes Wasser zu tauchen, welches das Gift denaturiert, also unschädlich macht. Außerdem lindert das heiße Wasser den Schmerz. Der Stich kann sich in einigen Fällen aber noch weiter steigern und zu Herzrhythmusstörungen bis hin zum Atemstillstand führen. Dann wird das Ganze lebensbedrohlich. Im Jahr 2010 starb ein Tauchlehrer aus Okinawa, nachdem er von einem Steinfisch vor Koki Beach im japanischen Nago gestochen worden war. Der 58-jährige Mann stand barfuß im seichten Wasser und gab gerade Touristen eine Tauchstunde, als er plötzlich einen stechenden Schmerz an der Unterseite seines linken Fußes spürte und schnell das Bewusstsein verlor. Und das, obwohl ein anderer Tauchlehrer erste Hilfe leistete
und die Wunde mit heißem Wasser übergoss und versuchte, das Gift aus der Stichwunde zu saugen. Noch bevor der Krankenwagen eintraf, hörte der Mann auf zu atmen und starb kurze Zeit später schließlich. Das war zwar einer der eher seltenen Fälle, dass ein Mensch am Stich eines Steinfisches starb und der Mann musste gewisse Vorerkrankungen gehabt haben, doch es zeigt, dass mit diesen Fischen nicht zu spaßen ist und dass man immer aufpassen sollte, wenn man barfuß im Wasser herumläuft. Obwohl es ein Gegengift gibt, ist Vorsicht die beste Option, um nicht von solch einem Fisch gestochen zu werden. Es ist immer wieder erstaunlich, was es für Tiere auf unserem Planeten gibt. Ich finde es unglaublich beeindruckend, wie gut sich der Steinfisch tarnen kann. Man kann ihn teilweise wirklich absolut nicht erkennen und dann dazu auch noch so giftig. Unsere Tierwelt ist und bleibt spannend. Ich danke euch fürs Zuhören, ich hoffe euch hat's gefallen, ich mache mich schon mal auf die Sorgen nach dem nächsten Thema und fange schon mal an zu recherchieren. Bis zur nächsten Folge. Ciao!